Dann sage ich vielen Dank bis gleich und leite gleich über zu unserem letzten Speaker des ersten Panels. Und das ist David von Hammerstein, Key Account Manager von The Mobility House. Ja, mit seinem Charge Pilot hat The Mobility House ein zentrales Tool für die Steuerin von Ladeparks im Angebot. Und hierzu kommt natürlich dann die jahrelange Erfahrung mit kleinen und großen Flotten. Und er kennt die Hürden und auch das Potenzial von Ladelösungen. Hallo, Herr von Hammerstein. Sie sagen, zukunftsorientierte Ladelösungen sind der Schlüssel zum Erfolg von der Elektromobilität. Jetzt bin ich aber gespannt. Hallo, Frau Westerneide. Vielen Dank. Genau das sagen wir. Vielleicht eingangs noch mal ein paar Worte zu dem Mobility House. Wir sind Anbieter für bedarfsoptimierte Ladelösungen für Elektrofahrzeuge, sind in den letzten Jahren extrem gewachsen zusammen mit dem Markt, sind mittlerweile 300 Mitarbeiter in 3 Standorten in München, Zürich und Kalifornien, haben 163.000 Wallboxen verkauft und installiert und eben über 1.000 große Ladeparks an Firmenunternehmen geplant und installiert. Unten sehen Sie einen kleinen Auszug unserer Kunden. Ich werde später noch auf den schon erwähnten Charge Pilot zu sprechen kommen, unser Lade- und Energiemanagementsystem, was quasi das Herz unserer Unternehmung ist, wie man am Ende noch sehen wird. Die Anzahl elektrischer Fahrzeuge in Unternehmen aller Art wächst stetig an und das in allen Nutzergruppen. In manchen Unternehmen werden zunehmend die Dienstwegen elektrifiziert, in anderen Unternehmen kommen Mitarbeiter zunehmend mit privaten E-Fahrzeugen. Wieder andere Unternehmen haben elektrische Nutzfahrzeuge mittlerweile. Vierte Unternehmen haben Technik- und Vertriebsflotten, die elektrifiziert wurden aus Kostengründen. Fakt ist, der Ladebedarf steigt an, weil die Autos sind da und die müssen natürlich geladen werden. Das ist Aufgabe der Fuhrparkmanager und Flottenverantwortlichen. Tanken ist Routine, findet außerhalb der Firmengelände an öffentlichen Tankstellen statt. Die Anbieter von Tankkarten und der Einsatz ist etabliert. Konsolidierte Tankrechnungen vom Tankkartenanbieter werden von der Buchhaltung routiniert verarbeitet. All das ist beim Laden noch nicht ganz so. Es geht in die Richtung, ist aber noch nicht ganz da, wo Tanken ist. Der wesentliche Unterschied ist aber, dass nicht im öffentlichen Raum in erster Linie geladen wird, sondern zu Hause und am Firmengelände. Warum ist es so? Naja, schlichtweg, weil da steht man sowieso und da Laden doch etwas länger dauert als tanken, macht es Sinn, da zu laden, wo man steht. Statistisch stehen Autos 50% zu Hause und 30% am Arbeitsplatz. Deswegen ist es sinnvoll, dort laden zu können. Daher unsere klare Empfehlung, für Firmen am Firmenstandort Ladeparks aufbauen und bei den Mitarbeitern zu Hause Wallboxen zu installieren. Hier sieht man mal ein paar Ladeparks an Firmenstandorten. Nach außen hin sehen sie alle relativ ähnlich aus. Unterschiede sind, dass manche Wallboxen haben Kabel, andere haben Steckdosen, wieder andere haben 2 Steckdosen, manche sind an der Wand, manche sind auf Stählen. Manche haben Displays, aber es sieht erstmal ähnlich aus. Wenn man aber dann dahinter schaut, sieht man, dass da doch im Hintergrund alles Mögliche andere noch läuft und geplant wurde. Zum Beispiel, war der Netzanschluss groß genug? Wurde der ausgebaut oder ist ein Lastmanagementsystem eingesetzt worden? Wie wird abgerechnet? Wird überhaupt abgerechnet? Welche Nutzergruppen werden abgerechnet? Ist das System zukunftssicher und skalierbar geplant und aufgebaut? Ist der Stromtarif passend zu den Lademustern gewählt? Wie gut war die Installation hinsichtlich Planung und Kosteneffizienz? All diese Dinge sind entscheidend und wenn hier Fehler gemacht wurden, dann kann es zu erheblichen Mehraufwand und Ärger unter den Beteiligten kommen und im schlimmsten Fall müssen sogar Teile oder die ganze Struktur wieder abgebaut werden, insbesondere wenn das Thema Zukunftssicherheit nicht bedacht wurde. Damit unsere Kunden immer den perfekten Ladepark bekommen, begleiten wir sie durch 4 Phasen. Wichtig ist hier, dass jede der 4 Phasen gleich wichtig ist. Ich werde nicht durch alle Punkte der Phasen gehen. Sie kriegen ja im Anschluss die Folien, können sich das ja noch genauer anschauen, aber einfach mal zu jeder Phase, der so eine der aus meiner Erfahrung raus einer der wichtigsten Punkte.
Bei der Vorbereitung ist es ganz wesentlich, dass man alle Beteiligten des Projekts auf einen Nenner bringt und klare Verantwortliche definiert. Sonst kommt es zu Verzögerungen und zu Reibungen. Bei der Planung, also Phase 2, haben wir oft erlebt, dass die Geschäftsführung schon weiß, wo die Ladestationen hin sollen oder sich was überlegt haben. Das ist aber nicht immer der beste Ort. Schlichtweg hinsichtlich Kosteneffizienz macht es oft Sinn, die Ladestationen nah an Trafo zu machen, um möglichst wenig Tiefbauarbeiten zu haben und die Kabelverlegungen in Grenzen zu halten. Was auch ganz wichtig ist, dass Förderungen, sofern vorhanden, immer vor Kauf und Installation beantragt werden. Wenn es schon losgegangen ist, dann kriegt man diese nicht mehr. Für den dritten Schritt bei der Installation hört sich trivial an, ist aber in der Praxis nicht immer ganz gegeben und deswegen sollte man darauf achten, dass der Installationstermin mit der Lieferung der Hardware zusammenfällt und nicht, dass die Hardware viel früher geliefert wird und dann im Weg umsteht und noch nicht installiert werden kann. Installationsressourcen sind knapp, die wollen wohl geplant werden. Generell ist es wichtig, dass alle Gewerke immer von zertifizierten Fachunternehmen gemacht werden. Für den Betrieb und die Wartung ist es dann essentiell, dass die entsprechenden Personen, die verantwortlich sind für den Ladepark, gut auf die Systeme geschult werden, sodass etwaige Störungen mühelos behoben werden können und immer ein reibungsfreier Ladebetrieb gewährleistet wird. Nun zu unserem Charge Pilot. Ich zeige hier anhand des Charge Pilots einfach mal, wie die Architektur von so einem Ladepark aussieht. Bitte nicht abschrecken lassen von der Skizze. Ist erstmal ein bisschen kompliziert. Auch das können Sie sich im Nachgang nochmal genauer angucken. Aber es zeigt doch ganz gut, worauf es ankommt. Nach rechts, in der Mitte sehen Sie unseren Charge Pilot Smart Charging Controller. Da läuft die Software drauf. Nach rechts sind über ein Netzwerk-Switch die Ladestationen angeschlossen. Was ganz wichtig ist, dass bei uns, wir sind komplett hardware-agnostisch, es können Ladestationen jeglicher Hersteller eingebunden werden, auch Bestandshersteller. Man bleibt also völlig offen und ist nicht irgendwie gefangen in einem Hersteller. Nach links und nach oben sieht man die OTPP bzw. REST-API-Schnittstelle. Mit dieser können Abrechnungssoftware und Flottenmanagementsysteme angeschlossen werden. Über den Charge-Pilot-Zähler links unten werden Gebäudelast und Photovoltaikanlagen berücksichtigt. In Summe ist unser System sehr offen und skalierbar und alles, was drumherum aufgebaut wurde oder aufgebaut wird, kann integriert werden. Das ist eben unsere Philosophie, dass das System offen ist und man nie sozusagen was bereut und immer für zukünftige weitere Ausbauten gewappnet ist und alles integrieren kann. Die Schnittstelle nach links zum Energieversorger ist sehr spannend. Sie dient dem übergeordneten Ziel von The Mobility House. Die Mission von The Mobility House ist die Vernetzung der Automobilindustrie und Energiewirtschaft. Auf der einen Seite sind zunehmend Elektroautos auf der Straße. Bald werden es viele Millionen sein. Fahrzeuge stehen statistisch 80% der Zeit rum. So wird es auch bei Elektroautos sein. Diese werden dann in der Regel eingesteckt sein. Daraus resultiert ein riesige Schwarmbatterie aus Elektroautos. Gleichzeitig wächst der Anteil der erneuerbaren Energien stetig an. Die Sonne scheint, aber eben nicht unbedingt dann, wenn die ganzen Deutschen nach Hause kommen und ihren Fernseher und Waschmaschinen einschalten. Und genau da kommen eben die Batterien der Elektroautos ins Spiel. Wenn man intelligent diese als Schwarmbatterie gedachten Elektroautos in Strom einbindet, kann zum einen das Speicherproblem gelöst werden, die erneuerbaren Energien effizienter genutzt werden und dabei sogar Geld verdient werden. Dass das tatsächlich geht, haben wir kürzlich in einem realen Feldversuch wieder gezeigt. Hier hat unsere Software 18 Audi e-Trons am EUREF Campus in Berlin gesteuert, beziehungsweise die überschüssige Batteriekapazität an der europäischen Strombörse vermarktet. Überschüssig soll heißen, diejenige Batteriekapazität, die nicht zum Fahren benötigt wurde. Dabei wurden die Batterien so behandelt,
wie sie im durchschnittlichen Fahreinsatz vorkommt. 18.000 Kilometer Laufleistung pro Jahr, 20 Kilowattstunden Verbrauch auf 100 Kilometer und eben eine Ansteckzeit von 84%. Im Falle von netzdienlichen Laden, das bedeutet also, dass der Netzbetreiber aktiv steuern kann, wann geladen wird oder wann eben mal nicht geladen wird, um Lastspitzen zu glätten, konnten hierbei 830 Euro pro Fahrzeug und Jahr verdient werden. Im Falle von Vehicle-to-Grid, also der tatsächlichen Rückspeisung von Energie aus den Fahrzeugen ins Netz, wenn zu wenig Energie im Netz ist, konnten sogar 1.690 Euro pro Fahrzeug und Jahr verdient werden. Wenn man sich das anguckt, ist das nach Abzug und Steuern ungefähr so viel, wie man bei dieser Jahreslaufleistung von 18.000 Kilometer an Stromkosten braucht. Die Stromkosten der Fahrleistung werden also durch diese Anwendung gedeckt. Die Technologie für Vehicle-to-Grid ist also da. Es ist in erster Linie einfach noch ein regulatorisches Problem. Das sind gewisse regulatorische Hürden zu nehmen und dann wird sie aber flächendeckend zum Einsatz kommen. Als globales Fazit lässt sich sagen, dass durch den Aufbau der richtigen Ladeinfrastruktur und damit der zukünftigen Ermöglichung von Vehicle-to-Grid-Anwendungen Elektromobilität im Fuhrpark alles andere als Schrott ist, sondern ziemlich hot. Und mit uns ist man da perfekt aufgestellt. Für Fragen stehe ich gerne noch zur Verfügung. Ich habe eine Frage, Herr von Hammerstein. Hand aufs Herz, rennen Ihnen die Fuhrparkmanager die Bude ein für diese Lösung oder sagen die alle, das ist mir dann doch noch eine Nummer zu hoch? Ist ja ein bisschen komplizierter als die einfache Ladestation. Also für die Vehicle-to-Grid-Lösung meinen Sie jetzt oder generell für den Charge-Pilot? Nein, für die Vehicle-to-Grid-Lösung. Naja, die Vehicle-to-Grid-Lösung ist ja eben aufgrund der Gesetzeslage noch nicht anwendbar. Aber es ist so, dass wir ganz klar erkennen, dass das in den Verkaufsgesprächen, die wir haben, zunehmend die Fuhrparkmanager dieses Thema kennen und daran interessiert sind und es durchaus für uns spricht, dass wir das, sobald es regulatorisch darstellbar ist, werden liefern können, weil das die Wettbewerber nicht können. Also, okay. Um Ihre Frage zu beantworten, das ist durchaus interessant. Und es war vor 2 Jahren, war das noch nicht so. Vor 2 Jahren hat man da viel gehört, altert doch die Batterie sinnlos und das wird doch nie kommen. Und mittlerweile haben die Leute verstanden, dass wenn man eben die Batterie in einem gewissen State of Charge und mit einer gewissen Geschwindigkeit B und entlädt, dass es sie eher pflegt als altert und man dabei noch eben Geld verdienen kann. Also viele Fuhrparkmanager wissen das und werden da sehr hellhörig, wenn man ihnen sagt, warte noch, kauf unser System, warte noch ein bisschen und dann werden deine Autos dir Geld verdienen.